Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Dalton hat neue Produkte rausgebracht. Das ist für mich auf jeden Fall die Zeit, euch die Produkte einmal vorzustellen. Und ich möchte euch gerne auch in diesem Video einen absolut krassen, umfangreichen Einblick in die Produkte von Dalton geben, die ich jetzt schon in der letzten Zeit mal aufgebraucht habe, um euch da einfach mal so meine Tops und Flops vorzustellen und da einfach mal eine komplette Review zu geben. Das wird ein krasses Video. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab, ich habe einen Code, Ocean-Claudi, damit bekommst du jetzt für ungefähr anderthalb Wochen 25% Rabatt auf das komplette Sortiment von Dalton. Das ist der Hammer, also auch auf Sets. Ne? Schau da super gerne mal vorbei. Aber nicht nur ich habe einen Code, sondern auch die liebe Amelie, Amelie with Love, Melli, Meloflori, Nicole, Chiquitas Place und ganz viele Kolleginnen auch von Instagram. Nutzt super gerne den Code von dem Creator oder der Creatorin, die ihr unterstützen möchtet, und genau, macht das, wie ihr möchtet, ne? Ich setze euch die Produkte, soweit ich sie verlinken kann, in die Infobox rein und ja, hier geht auf jeden Fall heute ein bisschen die Post ab, ihr seht es ja auch an der Videolänge. Verfolgt super gerne auf Instagram die Stories von Nicole Chiquitas Place, von Melli Meloflori, von Amelie, Amelie with Love und natürlich von mir. Wir nehmen euch gerne mit, denn wir sind jetzt gerade auf Kreta, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, sind wir gerade auf der Anreise, aber ab jetzt heute Nachmittag befinden wir uns dort und werden dort zusammen mit Dalton und ganz vielen Kolleginnen wundervollen Content für euch produzieren und euch hoffentlich auch wunderschöne Einblicke geben können. Und ihr Lieben, es ist so, dass ich hier super viel immer habe, was ich in Anwendung, in Test habe und so weiter, aber ich könnte all das niemals machen ohne euch. Ihr seid diejenigen, die mich überhaupt an diesen Punkt bringen, die mich hier hingebracht haben, die mich unterstützen, die einfach da sind, ne? Und deswegen, ihr wisst das von mir, ich möchte euch dann einfach gerne was zurückgeben. Und mir persönlich reicht es dann einfach nicht, wenn ich euch Informationen gebe, wenn ich euch Videos mache, sondern ich möchte euch gerne auch einfach was verlosen. Und zwar gibt es in diesem Video 5 Beauty-Pakete zu gewinnen. Also es wird 5 Gewinner geben und ja, die Teilnahmebedingungen zur Verlosung stehen unten in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Ich habe mir gedacht, komm, erst wollte ich nur ein kurzes Video über die Neuheiten machen, aber dann habe ich jetzt gesagt, gut, wir machen das zweigeteilt. Erst stelle ich euch die Neuheiten vor. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte plus dann nochmal ein umfassendes Fazit von Produkten, die ich gesammelt habe, leere Produkte, aber auch welche, die ich aktuell in Anwendung habe, dass ihr da auch so einen kleinen Einblick bekommt, für welche Haut es vielleicht wie geeignet sein könnte. Ich habe eine trockene, sensible Haut und dementsprechend richtet sich auch meine Pflege da aus, ne? Und genau, von den Neuheiten konnte ich noch nicht alles ausprobieren, aber das meiste, Teil, die Hälfte. Okay, ich habe einen Teil ausprobiert und kann euch da auch schon ein bisschen was zu sagen. Und wir starten jetzt einfach mal. Zuallererst habe ich von der lieben Janine, das ist meine Ansprechpartnerin dort, mit der ich jetzt auch gerade unterwegs bin. Also ich freue mich wie Bolle, sie wiederzusehen. Das ist, wir sind so weit voneinander entfernt, das ist so schade. Aber wir schreiben sehr, sehr häufig, ein Zettelchen bekommen, wo sie auch einen kleinen Einblick gegeben hat, was sich bei der neuen Serie, bei den Ocean Elements, überlegt wurde. Und ich finde, dass ich das auch vollkommen teilen kann, diese Einstellung. Sie hat geschrieben, was bedeutet Schönheit für dich? Was wäre, wenn es dabei um viel mehr geht, als Idealen zu entsprechen? Wenn Makel keine Fehler, sondern die erstrebenswerte Einzigartigkeit bedeutet? Beides muss sich nicht ausschließen, sondern darf gemeinsam funktionieren. Schöne Haut ist deine Entscheidung. Sich gut fühlen ist deine Entscheidung. Every skin is beautiful. Und das stimmt. Das habe ich euch auch schon öfters mal in Videos gesagt. Kämpft nicht gegen eure Haut. Nehmt sie so, wie sie ist und arbeitet dran. Das kann man durchaus machen, ne? Also das ist halt einfach ein Organ, was wir haben. Unser größtes. Und genau, das sollten wir auch freundlich behandeln, finde ich persönlich auch super wichtig. Heißt, wenn ich jetzt auch so Unreinheiten habe durch Menstruation, durch, keine Ahnung, hormonell Geschichten, ne? Dann sind die halt einfach da und ich versuche die jetzt nicht irgendwie mir rauszudrücken, rauszuschneiden, sondern versuche mit den richtigen Wirkstoffen sie zu bearbeiten, um dann halt sie leicht abklingen zu lassen und nicht meine Hautbarriere allzu sehr außer Kontrolle zu bringen, sondern in Kontrolle zu bringen? Ja, irgendwie so. Gut, bla, Button, Intro. Neuheiten. Da starten wir doch mit der All Eyes on You Dark Circle Eye Cream. Die soll aufhellend wirken, denn wir haben hier auch Niacinamide drin. Die arbeitet dann quasi mit dem Wirkstoff Niacinamide, der
so hautberuhigend wirkt und die Schwellung halt auch reduziert, ne? Das Ganze etwas hübscher macht. Und ich habe diese hier noch nicht ausprobiert. Und die neuen Produkte von Dalton sind auch extra für Einsteiger geeignet. Das heißt, sowohl für Jüngere als auch für die, die jetzt so langsam anfangen möchten, sich mit Anti-Aging, Slow-Aging viel mehr zu beschäftigen, kann das eine ganz gute Geschichte sein, ne? Also ich meine aber auch, dass wir noch keine Augencreme mit Niacinamiden bei Dalton gefunden haben bislang. Finde ich ganz nice und ja, werde ich auf jeden Fall dann auch demnächst mal ausprobieren. Ich habe jetzt aktuell noch welche in Anwendung, zum Beispiel die Soja-Reihe von Dalton, ne? Also ich versuche immer tatsächlich das Ganze auch aufzubrauchen und dann erst das nächste Produkt zu verwenden, denn auch das ist immer so eine Sache bei Skincare. Macht das nicht alles wild durcheinander und wenn ihr neue Produkte habt, direkt aufs Gesicht klatschen, sondern langsam in die Hautpflegeroutine einbinden, dass die Haut sich auch erstmal dran gewöhnen kann. Das mag halt bei Leuten mit einer sehr robusten Haut easy funktionieren. Meine sensible Haut würde ausrasten, wenn ich das nicht so sanft machen würde. Musste ich aber auch lernen und das hat Dalton mir halt auch beigebracht. Genau, also hier schon mal eine Augencreme, was ich sehr, sehr cool finde, dass man dort einfach die Möglichkeit hat, mit Niacinamiden gegen Augenringe, gegen Schwellungen zu arbeiten, was für mich als junge Mutti auch sehr, sehr sinnvoll ist, denn noch habe ich keine Schlaf komplett durch Nacht. Reden kann ich auch nicht. Okay, dann habe ich auch noch die Algar Glow Aloe Vera Gel Maske, die kühlend wirkt. Da sind 75 Milliliter drin, das ist echt viel und das finde ich auch sehr, sehr nice. Das passt jetzt auch ganz gut in die Jahreszeit, weil wir möchten jetzt ja auch wirklich Feuchtigkeit. Wir möchten, ja, nachdem wir halt in der Sonne waren, auch etwas Kühlendes auf dem Gesicht haben, sodass die Haut auch beruhigt werden kann. Und das kann man mit sowas ganz gut schaffen. Wir haben eben durch Aloe Vera diese kühlende Geschichte mit dabei, aber halt auch diese Algengeschichte, die mit enthalten ist. Dalton ist ja komplett Meereskosmetik, ne? Und da das Leben an sich und ja, aus dem Meer kommt und du Leben bist und ich Leben bin, kommen wir gebürtig evolutionstechnisch aus dem Meer. Und das sind hautverwandte Inhaltsstoffe, die die Haut kennt und dementsprechend auch viel, viel sanfter drauf reagiert. Also nicht so erschrocken, als würde man da irgendwas drauf machen, was die Haut einfach so noch gar nicht kennt. Und dementsprechend funktionieren die Produkte von Dalton weitestgehend auch richtig gut bei mir. Wir bekommen hierdurch sogar Sauerstoff für eine bessere Zellatmung. Das hört sich sehr, sehr spektakulär an. Und dieses Alga Glow kommt dann halt in dem Sinne von Spirulina und Braunalge, also quasi diese maritimen Inhaltsstoffe. Und das belebt die Haut, das gibt ihr frische, also einen frischen Kick, ne? Und das finde ich ziemlich nice. Freue ich mich im Sommer auf jeden Fall drauf. Etwas, wo ich mir gedacht habe, gut, es passt halt in diese langsam reinkommen Reihe, aber passt das auch in die aktuelle Jahreszeit? Da bin ich noch ein bisschen kritisch und werde mir das tatsächlich auch noch ein bisschen aufheben, ist hier die Retinol-Creme. Das ist eine Slow-Aging-Creme, die regenerierend wirkt. Wir haben ja auch die Möglichkeit, eben durch die High Concentrates dieses Retinol-Serum von Dalton zu verwenden. Und hier haben wir halt das Retinol am Start, was dann auch eine sehr, sehr starke Slow-Aging-Wirkung gibt und die Haut auch wirklich sehr nice macht. Tatsächlich ist es bei mir auch der Fall gewesen. Ich habe just gerade mein High-Concentrate-Retinol aufgebraucht. Vielleicht für manche, die eine sehr entspannte Haut haben, als Nachtcreme echt gut geeignet. Bei mir wäre das jetzt halt einfach nicht so gut, weil ich halt super, super sonnenempfindlich und so bin. Dementsprechend bewahre ich mir die auf, aber ich freue mich tatsächlich drauf, die weiter, die dann in meine Routine einfliegen. Was reden? Einfließen zu lassen. So. Und hier haben wir auch den Seefenchel drin, den wir auch schon in dem High Concentrate drin haben und Shea Butter, was dann ja auch sehr, sehr pflegend ist. Also da freue ich mich als Nachtcreme wirklich drauf, weil das Ganze dann ja auch in dem Sinne noch diese Tiefenpflege mit haben wird und eine reichhaltige Creme sein wird. Den habe ich aktuell in Anwendung als Morgencreme und den finde ich als Tagescreme, so nennt man das, finde ich richtig gut. Deep Hydration Hydro Algar Moisturizer. Der gibt Feuchtigkeit, 75 Milliliter sind hier drin und das ist halt auch wirklich so ein wundervolles Einstiegsprodukt. Der gibt nicht so eine Bam in Your Face Feuchtigkeit, aber der ist richtig, richtig gut in Kombination zum Beispiel mit dem Lichtschutzfaktor, den ich euch gleich zeigen werde, weil das einfach sich so gut auf meinem Gesicht verträgt, es krümelt nichts, mein Gesicht fühlt sich auch super gepflegt an, mit Feuchtigkeit versorgt. Und das funktioniert hier tatsächlich durch das Aloe Vera, die Spirulina und die Braunalge. Und was hier auch noch das Spektakuläre mit dabei ist, du hast halt dieses Anti-Blue-Light-Gedönsen mit am Start. Also da gibt es ja auch schon Produkte bei Dalton, die ich persönlich nicht hart feiere tatsächlich. Das ist nicht ganz so meine Welt. Aber diese Creme mag ich ganz gerne. Also vor allem als Tagescreme finde ich die richtig klasse. Und die spendet richtig krass toll Feuchtigkeit. Und was hier auch noch so aufregend ist, das sehe ich jetzt tatsächlich auch. Wir haben hier auch
vegan-friendly Produkte am Start, frei von Allergenen, Duftstoffen, Farbstoffen, Mikroplastik, Mineralölen, Parabenen, PEGs und Silikon. Das ist auch richtig geil. Und die Tube ist aus recyceltem Material, hier bei 38%. Alle bei 38%. Ziemlich cool. Also das sind die vier Ocean Elements neuen Produkte. Ne? Schaut dazu gerne bei Dalton vorbei. Und dann gibt es noch etwas, da habt ihr euch, freut ihr euch sicherlich genauso drüber wie ich. Es gibt neue Lichtschutzfaktoren. Lichtschutzfaktor 50+. Die sind nämlich jetzt tatsächlich ohne Octocrylene. Das ist auch so ein Thema gewesen. Da habt ihr auch immer wieder mich angeschrieben. Wann bringt Dalton endlich eine Sonnencreme ohne Octocrylene raus? Jetzt. Ich habe die hier, schon länger in Anwendung. Die habe ich ungefähr schon seit einem Monat hier tatsächlich. Das ist nämlich die Moisturizing Sun Cream mit UVA, UVB 50+, für normale bis trockene Haut. Und ich finde die so viel besser als die vorige Formulierung. Und die vorige Formulierung fand ich schon richtig gut. Die krümelt gar nicht. Die funktioniert richtig, richtig gut mit meiner Tagespflege. Und die zieht gut ein und die sieht auch, also du kannst auch ordentlich was von verwenden. Und trotzdem sieht es nicht so fettfilmig aus. Also mag ich sehr gerne, kann ich echt empfehlen für Leute, die halt genauso wie ich eine trockene Haut haben. Natürlich sollte man vor dem Lichtschutzfaktor immer ein bisschen warten, ne, dass man halt die vorige Hautpflege einziehen lässt und dann halt den Lichtschutzfaktor draufpackt. Also ich mache das immer so ungefähr eine Viertelstunde, dass ich halt quasi halt mein Gesicht pflege und so. Dann kümmere ich mich um meine Haare, ziehe mich an, trinke mir vielleicht einen Kaffee oder so und dann ja, kommt meine Gesichtssonnencreme auch noch drüber. Und dann gibt es nämlich auch noch eine Light Sun Gel Cream for Combination to Oily Skin, also für Mischhaut bis ölige Haut. Das ist dann wahrscheinlich auch eine ganz großartige Geschichte für Nicole von Chiquitas Place. Die hat, glaube ich, ja auch eine Mischhaut. Ne? Und das finde ich auch richtig super, weil ich glaube, Mischhäutchen und ölige Häutchen haben echt Probleme, sich auch ausreichend Sonnenschutz aufzutragen. Einfach, weil das muss ja auch irgendwie alle einziehen. Ne? Und dementsprechend finde ich es klasse, dass sie da zwei Formulierungen rausgebracht haben und dann halt auch noch, dass da wirklich drauf geachtet wurde, da auch die Rezeptur entsprechend anzupassen nach den Kundenwünschen, finde ich mega geil. Und da leidet die Qualität wirklich nicht drunter. Etwas, was ich auch in Anwendung habe, das habt ihr auch, glaube ich, schon in meinem Badezimmer-Video gesehen, ist die Intense Nourishing Hydrolipid Creme Maske. Das ist diese hier. Die ist super schön feuchtigkeitsspendend, fühlt sich aber nicht irgendwie super fettig oder so an. Die ist halt einfach eine richtig tolle, feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske, die ich halt morgens verwende, wenn ich meine Zähne putze, kommt die halt auf mein Gesicht, ne? Und hier steht drauf, 20 Minuten drauf lassen. Ungefähr habe ich die auch drauf. Regenerieren und Haut reparieren ist halt eine ganz gute Geschichte, wenn man halt zum Beispiel durch die Unreinheiten und so da die Hautbarriere geschwächt hat. Damit kannst du die halt wieder stärken. Ne? Man baut da halt wieder alles ein bisschen besser auf, sodass das Ganze etwas gesünder aussieht und schneller verheilt. So kann man das eigentlich besser erklären mit dieser Hautbarriere. Ne? Das Verheilen ist einfach dadurch einfacher. Spirulina haben wir auch mit dabei, also auch wieder maritime Inhaltsstoffe. Und ja, das sind die Neuheiten gewesen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Dazu auch die Links in der Infobox und mit Ocean-Cloudy könnt ihr darauf 25% sparen. So, dann würde ich sagen, widmen wir uns mal den Produkten, die ich aktuell in Anwendung habe. Abgesehen von denen, die ich euch gerade schon vorgestellt habe, um euch da einfach schon mal so ein kleines Zwischenfazit bzw. teilweise auch schon Fazit geben zu können, weil manche davon habe ich ja auch schon aufgebraucht. Angesprochen habe ich ja eben schon mal die Soja Repair Augencreme. Ich kämpfe jetzt schon eine ganze Weile mit diesen trockenen Augengeschichten. Es ist einfach so, dass meine Haut sich regeneriert, weil ich vorher eine Augencreme verwendet habe, die meine Hautbarriere sehr kaputt gemacht hat. Und das Ganze muss jetzt langsam wieder aufgebaut werden und da hilft mir die auf jeden Fall. Das ist eine super angenehme Augencreme, die sehr reichhaltig ist und die gebe ich mir auch wirklich sehr, sehr dick auf. Ne? Also die verwende ich abends, gebe ich mir unter die Augen, aber auch auf meine Augen, auf die Augenlider. Und wenn ich dann halt tatsächlich am Schneidetisch, also wenn ich dann noch arbeite, wenn ich dann, ne, noch am PC sitze oder wenn ich später auch auf der Couch liege oder so, lege ich nach. Und das ist eine Augencreme, die mir persönlich jetzt auch wirklich sehr, sehr hilft und ich jedem empfehlen kann, der auch eine trockene Haut hat, weil das auch nicht irgendwie komisch brennt, das weder in den Augen noch auf den trockenen Stellen selber. Ne? Also sehr pflegend, sehr angenehm. Dann bleiben wir jetzt mal kurz bei Sonnenschutz. Da habe ich hier die UVA, UVB Lichtschutzfaktor 30 Sonnenschutzcreme. Das ist diese hier für den Körper.
Also, ich finde sie sehr gut. Ich verwende sie auch sehr gerne. Ich bin halt bei dem Körper nicht so picky, wie ich das jetzt irgendwie im Gesicht bin. Bin ich vollkommen ehrlich. Man kann sie, und das ist halt quasi der Spartrick, den man anwenden kann, auch zum Beispiel im Winter im Gesicht verwenden, weil hier hast du 150 Milliliter drin. Dann habe ich hier, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Produkt, den Ampullensprüher. Mit diesem Produkt könnt ihr euch richtig viele Euronen sparen. Denn wenn ich die Ampullensets von Dalton in Anwendung habe, kann ich fast alle Ampullen, die es dort gibt, je nach Konsistenz, ne, hier reinmachen, um die Ampulle dann zu strecken, zum Beispiel auf 3 Anwendungen. Ja, oder es halt einfach besser so generell dosieren zu können. Ne? Das ist immer eine ganz schöne Sache. Deswegen empfehle ich den auch immer wieder mitzubestellen, wenn ihr euch Ampullensets bestellt. Hier passen auch andere Ampullen rein, also ne, da keine Sorge. Und ich mag den sehr gerne, kostet 5 Euro oder so und den hast du halt eine ganze Weile. Dann habe ich aktuell auch in Anwendung etwas, was ich damals nicht so geil fand, mittlerweile aber sehr gut finde. Ich hatte, als ich angefangen habe, Dalton-Produkte zu verwenden, auch eine wirklich sehr unruhige Haut. Meine Haut musste sich auch erstmal so ein bisschen orientieren, denn ich habe sehr viel durcheinander verwendet. Ich war noch nicht so hautpflegeaffin, dass ich wusste, inwiefern ich jetzt was miteinander kombinieren kann oder in welcher Reihenfolge man was zu verwenden hat und so. Und da hat dieses Produkt, was sehr, sehr leicht ist, auch nicht bei mir geholfen. Das ist dieses SOS Spot Concentrate. Das ist nämlich gegen Unreinheiten, aber auf eine sehr, sehr milde Art und Weise. Ich weiß gar nicht, auf welcher Grundlage das ist. Es ist einfach eine frische Geschichte, muss ich also so unterm Strich vom Gefühl her sagen. Ne? Man findet online bei Dalton auch immer die ganzen Inhaltsstoffe und die Wirkstoffe, die in den einzelnen Produkten drin sind. Die kann ich nicht bei jedem einzelnen Produkt wissen. Genau, und hier haben wir tatsächlich ein Produkt, was ich mir sehr, sehr gerne auftrage, wenn ich hier meine Ausbrüche bekomme. Und das tupfe ich mir ganz vorsichtig drauf und lasse das einziehen und gebe darüber dann quasi mein Serum. Und das hilft einfach, dass die Entzündungen zurückgehen, dass die Rötungen zurückgehen. Also es beruhigt halt einfach die Haut. Gibt es mittlerweile in einer anderen Verpackung und ja, das hier brauche ich aber auf. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Sehr flüssiges Produkt und ich weiß, dass zum Beispiel Katrin von Katrins Welt und so sich das komplett übers Gesicht aufträgt. Das könnte ich, glaube ich, nicht, weil das dann bei mir zu austrocknend wäre. Ein absolutes Mega-Empfehlungsfavoritenprodukt ist das Triple Ceramide Serum von Dalton. Das ist jetzt hier in der Reisegröße. Ihr bekommt auch manche Produkte in der Reisegröße, manche Produkte bekommt ihr, manche kriegt ihr halt in einer kleineren Größe und halt in der Normalgröße. Und hier habe ich halt das Ceramidserum. War, glaube ich, im Adventskalender, deswegen habe ich die kleine Größe davon. Ich habe es aber auch schon in groß verwendet und aufgebraucht mehrfach. Ich finde es großartig. Also das ist halt zur Hautreparierung ganz gut. Ich verwende das ganz gerne an den Abenden, wo ich auch ein Peeling mache, also ein Enzympeeling, jetzt aktuell, ansonsten halt auch chemische Peelings. Da habe ich das dann quasi danach verwendet, um halt meine Hautbarriere wieder zu stärken. Und Ceramide ist einfach ein so, so guter Inhaltsstoff, denn ich glaube, Ceramide ist auch ein Baustein generell von der Haut, denn dementsprechend repariert es dadurch die Haut. Im Prinzip wie so Mini-Pflaster. Und ich muss danach auf jeden Fall noch eine Gesichtscreme verwenden. Muss aber, glaube ich, auch nicht jeder. Ne? Dann habe ich hier noch die Mineral Care Med Reihe für trockene und irritierte Haut. Das ist auch eine sehr sanfte Reihe von Dalton, diese Mineral Care Med Reihe, wo man auch gleich noch andere Produkte von sieht, die ich auch schon aufgebraucht habe. Also das sind jetzt die Produkte, die ich eben aus meinem Badezimmer geholt habe. Eine sehr milde, angenehme Creme, die aber auch eine gewisse Reichhaltigkeit mit sich bringt, die du super mit allen anderen Wirkstoffen in Seren und so weiter kombinieren kannst. Also wenn ich jetzt einfach auch zum Beispiel irgendwelche Retinol-Geschichten oder so verwendet habe, habe ich das damit zum Beispiel kombiniert. Einfach, weil das wie so eine Art Schweizcreme ist. Genau. Ich mag die sehr gerne. Die ist sanft zur Haut, frei von Parfümstoffen, glaube ich, auch sowas. Ne? Und kannst du dir einfach morgens, abends, wie auch immer, auftragen. Ich finde die ganz, ganz toll. Und ich würde fast schon sagen, dass die auch mit zu meinen Lieblingscremes von Dalton mittlerweile gehört, weil sie halt auch diese Reichhaltigkeit mit sich bringt, die meine trockene Haut so braucht und auch dieses Beruhigende, was meine sensible Haut so braucht. Dann habe ich hier einen Toner. Ich empfehle euch wirklich in auch eurer Hautpflegeroutine immer nach einer Reinigung einen Toner zu verwenden, bevor ihr dann weitermacht mit eurer Gesichtspflege, weil ein Toner die Haut erstmal darauf vorbereiten kann, dass da weitere Wirkstoffe kommen, dass die Wirkstoffe tiefer in die Haut eindringen können, ohne dass die Haut auch irritiert wird. Ne? Hier steht es auch drauf.
Das hier ist das Classic Clean Sensitive Skin Hautberuhigende Gesichtswasser. Definitiv 200 Milliliter sind hier drin. Und das ist wirklich auch einer der Toner, die ich am besten finde und die bei mir am besten funktionieren. Sehr sanft, sehr mild und funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und ja, mag ich sehr gerne. Habe ich, wie gesagt, aktuell in Anwendung. Genauso wie auch in der neuen Verpackung das Enzym Peeling. Das ist dieses hier. Hier haben wir 8 Sticks drin, die du 2 bis 3 Mal jeweils verwenden kannst. Ne? Und ich verwende jetzt aktuell halt Enzym Peelings und keine chemischen Peelings mehr, weil ich halt so meine Pflege immer von Ostern bis Oktober, von Oktober bis Ostern ausrichte. Das sind halt immer so meine 2 verschiedenen Arten, mich zu pflegen. Macht das, wie ihr möchtet. Jede Haut ist da wirklich vollkommen anders. Ich mache das halt so, dass ich halt einfach jahreszeitentechnisch und auch zyklisch einfach gucke, wie meine Haut das so entsprechend braucht. Ne? Genau, hier haben wir, wie gesagt, die Sticks drin. Da habe ich gerade auch einen angebrochenen, weil angebrochen halt. Ne? Und das nehme ich mir dann raus, das Pulver, in meine Handinnenfläche. Das mache ich ja unter der Dusche, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe. Und gebe mir dann auch ein bisschen Wasser mit dazu, emulgiere das ein bisschen auf meiner Haut. So in meiner Handinnenfläche auf und gebe mir das dann über mein Gesicht, Augenpartie aussparen und dann lasse ich das so ein bisschen drauf, ein paar Minuten und in der Zeit kann ich dann zum Beispiel meinen Körper peelen oder meine Achseln rasieren oder sonst irgendwas machen und ja, das ist eine ganz gute Geschichte. Funktioniert schnell und einfach und macht langfristig halt auch wirklich ein sehr entspanntes Hautbild und es entfernt tote Hautschüppchen und so und sorgt einfach dafür, dass die Haut sich besser regenerieren kann. So, und dann habe ich hier noch eine Augencreme aktuell offen. Das ist die Sensitive Care Derma Balance Hypoallergene Augencreme. Also es gibt verschiedene Reihen bei Dalton. Schaut da einfach mal, was da bei euch am besten passt. Wenn ich halt wirklich super sensible Augen habe, versuche ich da auch entsprechend mit zu arbeiten und dann nicht irgendwelche krassen Wirkstoffe drauf zu packen. Das heißt, da greife ich dann zum Beispiel zu sowas, zu dieser Sensitive Care Reihe. Die ist halt auch sehr, sehr gut für mich geeignet mit meiner sensiblen Haut. Und manchmal reicht es mir tatsächlich, weil die ist nicht relativ, also die ist nicht reichhaltig, ne? Das kann ich dann vielleicht morgens oder so ganz gut verwenden. Für abends wäre sie mir zu wenig. Und ja, aber im Großen und Ganzen beruhigt sie die Haut, pflegt die Haut und macht einfach, dass meine Augen sich gepflegt fühlen, ohne zu schwer gepflegt worden zu sein. Außerdem habe ich hier in einer Kiste mal ein bisschen was gesammelt, weil ich halt dieses Video tatsächlich schon etwas länger plane und mir gedacht habe, dass jetzt einfach, wo ihr 25% drauf sparen könnt, der perfekte Zeitpunkt ist, um einfach mal eine sehr umfassende Informationsschwallgeschichte an euch weiterzugeben. Ob ich die alle verlinken kann, weiß ich nicht. Das wird ein bisschen schwierig, denn ich habe 5000 Zeichen begrenzt in der Infobox. Und das hier ist auch ungefähr der Part, wo ich hoffe, dass Dalton mir nicht die Freundschaft aufkündigt. Denn ich bin hier jetzt wirklich sehr, sehr ehrlich mit euch. Ich starte jetzt auch tatsächlich mit der Gesichtsreinigung. Gesichtsreinigung ist unheimlich wichtig, unerlässlich und sollte man definitiv machen. Keine Frage. Hier habe ich den Reinigungsschaum von Dalton, der auch fantastisch ist. Er ist wirklich großartig. Ich denke mir bei einem Reinigungsschaum tatsächlich aber, ich wasche mir den nachher ab. Ich habe da nicht große Wirkstoffe, die mega tief in meine Haut eindringen und dann mein Gesicht bearbeiten. Um ehrlich zu sein, muss es nicht diese Preiskategorie sein. Ne? Als zweiter Schritt vom Double Cleansing reichen auch andere Sachen, womit man halt das Gesicht reinigen kann und halt auch als Gesichtsreinigungsprodukt, was man dann quasi vor der Morgenpflege verwendet. Muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist ein milder Reinigungsschaum, der nicht reizt, der auch wirklich gut das Make-up runternehmen würde, auch alleine ganz gut arbeitet. Ich brauche aber tatsächlich abends, um Make-up zu entfernen, noch einen weiteren Schritt, also quasi meinen öligen Schritt, den ich vorab mache. Und deswegen muss es nicht unbedingt und zwingend ein teurer Reinigungsschaum sein. Dann habe ich hier Peelings. Peelings, da bin ich ehrlich, das dringt sehr, sehr tief in meine Haut ein und da bin ich dann auch sehr, sehr picky. Ich habe auch andere Enzympeelings ausprobiert, ich habe andere chemische Peelings auch schon ausprobiert. Da bin ich aber so auf den Weg, auf meinem Weg, dass ich gemerkt habe, dass einfach hochwertig bei mir besser funktioniert. Nicht nur, weil mir persönlich dann auch mehr Informationen an die Hand gegeben werden, wie ich die Produkte anzuwenden habe und
weil diese Inhaltsstoffe auch wirklich sehr, sehr hochwertig sind, sondern auch, weil ich gemerkt habe, dass sie dann tatsächlich auf meinem Gesicht wirklich gut funktionieren. Da habe ich einmal hier das BHA, das ist noch eine ganz alte Verpackung von dem Exfoliating Care. Also das ist tatsächlich ein chemisches Peeling, ne? Also Salicylsäure, was dann ja die Haut reinigt, extra in der großen Verpackung, damit man das auch am ganzen Körper verwenden kann, wenn man Pickel im Dekolleté-Bereich hat oder eine unreine Haut am Rücken, ist das wirklich eine gute Sache. Und das ist auch wirklich effektiv. Also eine sehr, sehr, sehr gute Art der Salicylsäure, wo ich euch sehr ans Herz legen möchte, das dann auch von Dalton zu verwenden, weil das auch eine gute, angenehme Wirkung hat und sehr hautverträglich ist. Jedenfalls bei mir mit meiner trockenen, sensiblen Haut. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte und erstmal vorsichtig ins Peeling-Game einsteigen möchte, nimmt man zum Beispiel PHA, da gibt es dieses hier von Dalton, auch das ein relativ freshes Produkt, was ich glaube letztes Jahr dann ja gelauncht wurde, ne? Und, nee, vorletztes Jahr tatsächlich. Und ja, das ist etwas gewesen, was ich verwendet habe, nachdem ich dann auch letztes Jahr abgestillt habe, weil ich ja erstmal in dieses ganze chemische Peeling-Game wieder reinkommen wollte. Und da bietet sich PHA an, weil PHA die mildeste Form von einem chemischen Peeling ist, was man machen kann. Und ja, das hat mir ganz gut gefallen. Weil das ist auch ein Peeling, was so ein bisschen Feuchtigkeit spendend ist. Ne? Also erstmal so ein vorsichtiges Einsteiger-Peeling. Ich habe auch ein komplettes Video schon mal über Peelings gemacht. Das ist natürlich im i verlinkt. Wie gesagt, das, was ich aktuell verwende, ist das Enzym-Peeling. Das ist halt jetzt auch so mein heiliger Gral. Und das macht auch wirklich was mit meinem Gesicht. Und ich habe auch andere Enzym-Peelings schon ausprobiert und verwendet. Und muss wirklich sagen, das von Dalton hat mir bislang am besten gefallen. Und deswegen empfehle ich das von Herzen. Dann habe ich hier noch etwas. Das ist auch nice to have, aber kein must have. Kann man als Toner verwenden, kann man als Fixing Spray verwenden, kann man als Body Spray verwenden, kann man am besten in den Kühlschrank stellen im Sommer, ist auch immer nur im Sommer erhältlich. Und zwar ist das hier dieses Freshen Up Feuchtigkeit Spray, was es von Dalton dann immer im Sommer gibt. Wahrscheinlich wird es das jetzt auch wieder geben. Hier ist auch die Verpackung super, die kannst du wiederverwenden. Das heißt, da kann ich mir jetzt auch wieder ein Setting Spray zum Beispiel reinmachen oder Wasser. Ne? Und das finde ich halt einfach praktisch, dass du diese Umverpackung weiterverwenden kannst. Und ja, wie gesagt, ein tolles Produkt, aber nichts, wo ich sage, das müsst ihr jetzt unbedingt euch kaufen. Ne? Dann habe ich einen Lippenpflegestift, der ist auch wirklich sehr, sehr schön. Den hatten wir auch immer mal wieder in Adventskalendern, glaube ich, drin, ne? Genau. Also bei Lippenpflegestiften habe ich gemerkt, dass diese super günstigen bei mir jetzt nicht das beste Ergebnis erreichen. Und der von Dalton hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch sehr mild, es war nicht so flutschig auf den Lippen. Das ist schon ein schönes Produkt, was man empfehlen kann. Der riecht jetzt sicherlich nicht mehr gut, ich rieche nicht mehr dran. Der ist schon eine Weile hier in meiner Kiste drin. Mit frischem Akku geht es jetzt auch mit den Masken weiter. Das passt natürlich auch von der Überleitung. Frische bringen zum Beispiel auch diese wundervollen Hydrogel-Augenpads ins Gesicht, also unter die Augen. Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol sorgen einfach dafür, dass deine Augenpartie hier unten drunter wirklich mit einem kleinen Bügeleisen bearbeitet wird. Und das sieht so aus tatsächlich. Richtig, richtig tolle Augenpads. Damit kannst du über Kopf an der Decke staubsaugen. Ganz krasse Augenpads, die halten. Ich habe damit Headbang gemacht und alles. Also, ne? Ich tanze viel, wenn ich die halt trage, weil ich halt, während ich meine Zähne putze und so, ist meistens Julius dann um mich herum und dann bewege ich mich viel. Und die halten sehr gut. Aber nicht nur das, die pflegen halt auch irre gut. Und das mag ich sehr gerne und deswegen ist das auch eine mega Empfehlung von meiner Warte aus. Vor allem, wenn ihr jetzt auch 25% bekommt, dann kann man da halt auch nochmal ordentlich sparen. Ne? Auch eine Maske, die ich liebe, ist diese Hydro-Lift-Maske. Auch das Bügeleisen, definitiv. Feuchtigkeit überhaupt richtig krass hier drin. Wir haben auch so einen Lifting-Effekt mit dabei. Die kannst du 2-3 Mal verwenden, weil da richtig viel Serum drin ist. 20 Milliliter, genau. Die kannst du halt zusammenfalten, wieder reinmachen und dann am nächsten Tag nochmal verwenden. Ne? Richtig geile Maske, die wie ein Saugnapf auf dem Gesicht ist und ganz viel Tolles macht. Und jetzt gerade im Sommer wird das meine Maske werden. Die kommt in den Kühlschrank und ja, die spendet Feuchtigkeit, die beruhigt, die macht auch so einen Lifting-Effekt und die ist einfach mega. Ne? Also ihr habt danach auch ein ganz, ganz tolles Gesicht. Bitte nicht abends verwenden, weil dann ist es Perlen vor die Säue, weil ihr habt danach eine ganz tolle Haut. Am besten verwenden, wenn ihr da irgendwie an dem Tag irgendwie auf eine Hochzeit geht oder so. Wirklich perfekte Maske. Etwas, was mir persönlich gegen Unreinheiten hilft, ist hier diese Bubble-Maske, die Oxy-Infusion. Die
nehme ich, wenn ich Unreinheiten auch schon habe. Also wenn hier Pickelparty ausgebrochen ist, Mr. Fred und seine Ausflugsfamilie da sind und sich sehr bemerkbar machen und ich sie halt einfach, ich sag mal, spüre. Ne? Weil das ist auch eine wirklich tiefenreinigende Maske, die schäumt auf, man sieht aus wie ein Schneemann damit und die gibt halt auch danach eine sehr sanfte, weiche Haut. Also das ist nicht irgendwie ausgetrocknet oder so und das mag ich. Und wenn ich diese Unreinheiten so im Anmarsch habe, verwende ich ganz gerne hier diese Anti-Pickel-Tuchmaske. Das ist, glaube ich, auch mitunter die günstigste, die es bei Dalton gibt. Und ja, da siehst du aus wie Hulk. Ja, das Optische ist halt auch immer irgendwie ein Gimmick mit dabei, kann man nicht anders sagen. Und die ist sehr hautberuhigend und entzündungshemmend und halt so in dem Anfangsstadium immer eine ganz gute Nummer. Und wenn man nur Feuchtigkeit ciao möchte, kann ich dir empfehlen, die Pink Splash Moisturizing Mask. Wobei man da auch sagen muss, ja, sie gibt Feuchtigkeit, aber das geben auch super viele diese koreanischen Beauty-Masken tatsächlich, ne? Gut, das ist jetzt kein Must-Must-Have, sie ist aber nice to have, so kann man das sagen. Also ich persönlich würde tatsächlich eher die Hydro-Lift-Maske empfehlen und vor allem die dann auch zweimal zu verwenden, anstatt sich die Pink Splash Moisturizing-Maske zu holen. Aber das ist halt nur so meine persönliche Meinung. Dann habe ich auch noch ein paar Pöttchen-Masken. Die hier ist die Oyster Skin Balance-Maske. Ist eigentlich eher so für Mischhaut und ölige Haut geeignet. Ich nehme die gerne als Multi-Masking-Maske. Das heißt, auch hier wieder, wenn ich Unreinheiten habe, für morgens eine ganz gute Sache, weil die halt auch diese hautklärende Wirkung hat. Und ich möchte ja zum Beispiel dann diese mega reinigende Geschichte, was sie halt auch wirklich intensiver noch macht als die Oxy-Infusion-Maske, nicht im ganzen Gesicht haben, weil ich halt auch eine trockene Haut habe. Ne? Es macht für mich wenig Sinn, die jetzt hier zum Beispiel aufzutragen, weil das brauche ich da nicht ausgetrocknet haben. Aber hier halt in der T-Zone zum Beispiel und da finde ich, ist die auch sehr, sehr gut. Also das ist auch tatsächlich, also generell die Pöttchenmasken oder die Typchenmasken, die Dalton hat, das sind auch preis-leistungsmäßig sehr, sehr gute Geschichten. Also da fahrt ihr auch lange gut mit. Ne? Etwas, was ich auch sehr gerne verwende, ist diese hier, aber die gibt es gar nicht mehr leider, die Natural Correcteur Creme Maske. Die ja, hat halt auch irgendwie was Hautreparierendes und so mit dabei gehabt, deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd, dass ich euch die zeige, aber ich habe hier alles gesammelt, deswegen zeige ich euch das auch alles. Sofern es jetzt nicht irgendwie doppelt und dreifach ist. Ne? Genau, auch eine schöne Maske, die es halt so nicht mehr gibt. Auch eine Maske, die mitunter eins der ersten Produkte war, die ich überhaupt von Dalton erst probiert habe, ist die Magical Effect Maske. Die ist irgendwie total fantastisch. Also die hat auch irgendwas Kühlendes mit dabei, die hat auch was sehr Klärendes mit dabei, aber irgendwie auch was Hautverfeinerndes. Also da habe ich auch wirklich meine Freude mit, die zu verwenden, wenn ich sie in Anwendung habe. Und ja, klärende Schönheitsmaske steht hier auch drauf, definitiv. Also das ist auch so eine Allrounder-Maske, finde ich persönlich. Ne? Die kann man auch wirklich sehr gut verwenden. Etwas, wo ich jetzt nicht so mega drauf abgefahren bin, ist hier die Q10 Energy Boost Creme Maske. Das ist die hier. Ja, hier sind wir auch wieder bei der Q10-Reihe. Das ist leider nicht ganz so meins. Ja, aber ist ein solides Produkt, aber ich persönlich würde es jetzt so nicht unbedingt wieder mir für den Preis kaufen. So, ne, das, nö, da bin ich halt eher so bei der Magical Effect Maske oder halt bei den feuchtigkeitsspendenden Geschichten von der, oh Mann, Hydro-Lift Maske, Mensch. Okay, dann gibt es natürlich noch die Ampullen von Dalton. Da gibt es verschiedene Sets. Ich habe jetzt hier einfach mal exemplarisch drei. Manche davon gibt es auch so noch. Also was es auf jeden Fall noch gibt, ist hier dieses Anti-Aging-Ampullen-Set. Das ist mein Liebstes, weil da auch alle Ampullen drin sind, die ich klasse finde. Wir haben hier drin enthalten die C-Ampulle. Das ist die Stammzellenampulle, die auch dafür sorgt, dass die Haut regeneriert wird, ne? Dass sie sich selber regeneriert, aber auch halt quasi durch die darin enthaltenen Inhaltsstoffe unterstützt wird. Da auch wieder auf jeden Fall den Ampullensprüher mit verwenden. Dann haben wir die Extreme Lift Maske. Das ist eine Ampulle, die natürliches Botox mit dabei hat. Generell die ganze Extreme Lift Reihe ist dafür ausgelegt, halt so eine optische Hautglättung halt zu machen, ne? Genau, die mag ich vom Duft her nicht so gerne, aber von der Wirkung ist die klasse. Dann habe ich hier die Caviar Deluxe, die ich so gut finde. Also das ist eine ganz tolle Ampulle, wenn es halt wirklich drauf ankommen muss. Und die kann man auch super als Primer zum Beispiel verwenden. Mega. Und die Hyaluronic Urea ist halt einfach meine Lieblingsserie, die ich bei Dalton habe. Einfach weil sie die feuchtigkeitsspendende und gleichzeitig beruhigende Wirkung mit dabei hat. Voll meins. Und hier haben wir noch die Q10 Ampulle drin. Da muss ich sagen, das, was diese Ampulle hat,
hat, hätte ich gerne in den anderen Produkten so auch noch mit drin gehabt, weil die ist wirklich super schön hautbelebend und das mag ich sehr gerne und ich mag auch tatsächlich die Konsistenz davon. Das ist, hier hast du halt nicht diese roten Pünktchen drin. Die funktionieren halt irgendwie scheinbar nicht so ganz gut auf meiner Haut. Dann habe ich hier auch noch das Hello Flawless Skin Ampullenset drin. Da haben wir drin die No Filter Needed und die Multitasking Ampulle. Die finde ich auch schön. Die machen auch tolle Sachen mit meinem Gesicht, alle beide. Aber sie sind halt nicht so mein Mega-Favorit wie die aus der Anti-Aging-Ampullen-Reihe. Da bin ich vollkommen ehrlich. Die No Filter Needed Ampulle ist auch wirklich so ein bisschen was Öliges und die Multitasking ist ein bisschen was Pudriges. Das ist natürlich auch ziemlich abgefahren, ne? Wenn man das so auf der Haut halt drauf hat. Wie gesagt, schöne Ampullen, aber ich persönlich präferiere das die anderen da aus dem Anti-Aging-Set gedönsen. Ebenmäßige mattierte Haut, das ist eben das Ding. Ich bin halt nicht so diejenige, die mattierte Haut mag. Und dann haben wir hier noch das Get the Energy Set. Da ist eine drin, die ich, also, da muss ich schlucken. Klar, wir haben die Q10 hier mit dabei, die ich sehr, sehr schön finde. Also dreimal tatsächlich. Und zweimal haben wir die Oh My Blush Ampulle. Die finde ich einfach zu krass für mich. Also für meine sehr sensible Haut ist das einfach nichts. Die macht wirklich, dass deine Haut durchbluteter wird, dass sie belebter wird. Und das merkst du halt einfach, ne? Und das kann ich persönlich nicht ganz so gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht. Ich meine, dass ich sogar mittlerweile so eine leichte Rosazea oder so bekomme. Und deswegen wahrscheinlich die Oh My Blush nicht so unbedingt mein Fall ist. Ich habe es dann irgendwann auch so gemacht, dass ich die Oh My Blush Ampulle sogar an meinen Füßen verwendet habe im Winter, wenn ich kalte Füße hatte. Ja, genau. Dann habe ich hier noch zwei weitere Toner, wobei der, den ich aktuell in Anwendung habe, mag ich persönlich am allerliebsten, weil der halt auch dieses Hautberuhigende mit dabei hat. Ne? Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, mit dem Sensitive Skin sanften Anti-Aging Gesichtswasser noch eine etwas mehr sanfte Variante zu haben, als das, was ich jetzt aktuell habe. Da ich aber dann doch das ein oder andere Mal Unreinheiten bekomme, kommt das aus der Comfort Clean Reihe bei mir einfach ein bisschen besser, tatsächlich. Und dann gibt es auch noch hier dieses Classic Clean erfrischende Gesichtswasser. Hä, wo ist denn das? Ich habe noch eins eigentlich. Wo ist das denn hin? Weiß ich gar nicht. Dieses Anti-Aging habe ich eigentlich auch. Naja, egal. Das Classic Clean Normal Skin, das erfrischende Gesichtswasser, ist auch schön, aber hier fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen mehr die Sanftheit. Also ich brauche ja im Prinzip ein Zwischending zwischen diesen beiden und das habe ich aktuell in Anwendung. So, Seren, Leute. Seren ist für mich immer auch so dieses Herzstück der Hautpflege, weil ich bereite meine Haut erstmal sanft auf alles Mögliche vor. Also ich reinige sie, ich bereite sie sanft mit einem Toner vor. Gegebenenfalls verwende ich eine Maske, um da halt noch irgendwie Spezialbehandlungen zu machen oder den Ultra-Effekt zu bekommen. Und wenn es aber um die langfristige Bearbeitung, wir sind wieder freundlich mit der Haut, ne? Wenn es um die langfristige Geschichte geht, um die langfristige Wirkung, die erziele ich mit Seren. Man kann natürlich bei Seren auch immer schauen, das mache ich tatsächlich auch so. Was ist am Tag gewesen? War ich viel draußen? Braucht meine Haut Beruhigung? Braucht sie Feuchtigkeit mehr? Braucht sie mehr, dass sie jetzt mal eine Art Aufhellung bekommt oder so, ne? Oder was ist jetzt aktuell mein Ding in meiner Haut, an meiner Haut? Was möchte ich gerade bearbeiten? Das heißt, du musst dir ja nicht nur ein Serum hinstellen. Da bin ich sehr flexibel unterwegs tatsächlich bei mir auch und bin deswegen auch zum Beispiel super froh gewesen, als Dalton dann auch die High Concentrates gelauncht hat. Und da haben wir wirklich die High Concentrates, die hochkonzentrierten Seren, die das Gesicht halt entsprechend ja, perfektionieren, um das mal so zu sagen. Hier sind wir auch wieder bei dem Triple Ceramide, was ich aktuell in Anwendung habe. Das finde ich einfach, das ist für mich das beste High Concentrate, was Dalton rausgebracht hat. Das ist großartig und preis-leistungstechnisch halt auch echt eine gute Sache, weil du hast hochwertige Ceramide mit dabei, die auch tief in die Haut eindringen können, jeder einzelne Hautschicht bearbeiten und da halt einfach eine gute reparierende Wirkung von sich geben. Und das ist mega, also da wirklich ganz, ganz große Empfehlung. Auch wirklich klasse ist das Vitamin C Serum und auch zu den High Concentrates habe ich euch ein eigenes Video gedreht, aber jetzt habe ich tatsächlich die Sachen auch schon sehr gut aufgebraucht, um euch da ein bisschen mehr drüber sagen zu können, wie sie dann auch wirkungstechnisch in meinem Gesicht waren. Ne? Wir haben ein sehr hochkonzentriertes Vitamin C Serum, aber Dalton hat es halt einfach geschafft, das Ganze stabil zu halten, dass auch wenn das Vitamin C auf die Haut kommt, stabil ist und seine aufhellende und glow machende Wirkung richtig toll entfalten kann.
Das ist auch für mich ein Serum, was ich so gerne morgens im Sommer verwende. Also richtig klasse, freue ich mich irre drauf, das jetzt auch wieder zu machen. Wir haben Ferulasäure hier auch mit drin und stimulierendes Plankton. Also ja, das macht Glow, das macht ein Strahlen, das macht auch ein Strahlen in mein Gesicht, weil meine Haut dadurch einfach richtig schön wird und ich das toll finde. So, das habe ich letztens erst aufgebraucht, das ist das Retinol-Serum. Das ist jahreszeitengebunden, ne? Verwende ich nur von Oktober bis Ostern. Und ja, das hat halt diesen Slow-Aging-Effekt mit dabei, mit dem glättenden Seefenchel. Und das mag ich einfach auch sehr gerne. Das ist auch eine Art von Retinol, was meine Haut sehr gut verträgt. Meine Haut verträgt nicht jede Marke von Retinol. Ich habe schon verschiedene Sachen auch ausprobiert. Dalton gehört auf jeden Fall mit dazu. Und dieses Produkt ist absolut das Geld wert. Absolut, Leute. Ihr braucht auch nicht viel davon. Es reicht, wenn man das zweimal ungefähr pro Woche anwendet und sich dann einfach zwei Pumper aufs Gesicht gibt, ne? Und klar, wenn du auch noch Hals und Dekolleté mitmachen möchtest, brauchst du vielleicht noch zwei, drei Pumper mehr, ne? Je nachdem, wie groß das Ganze bei euch so ist. Und ja, genau. Also richtig tolles Produkt. Aber halt erst so oktobermäßig für mich persönlich wieder in Anwendung. Und dann habe ich hier noch den Triple Hyaluronic Booster, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Hyaluronsäure ist halt wirklich auch so ein Basiswirkstoff für mich. Das kannst du mit allem kombinieren. Da musst du nicht irgendwie aufpassen, wo könnte jetzt irgendwas wie miteinander funktionieren oder eben nicht. Und ja, Hyaluronsäure ist eine ganz tolle Wirkung für ganz tolle Geschichte für trockene Haut und gibt dort eine ordentliche Wirkung so. Und hast du auch in super vielen Produkten drin. Hier ist es halt nochmal hochkonzentriert und dann auch diese drei verschiedenen Hyaluronsäuren, die ja unterschiedlich auch in die verschiedenen Hautschichten eintauchen können und wirken können, weil du halt auch unterschiedliche Molekülgrößen hiervon hast, ne? Genauso wie bei dem Ceramid-Serum halt auch. Und dann haben wir auch noch die Niacinamide. Auch das ein Serum, was ich persönlich sehr gut vertrage, aber eher abends verwende. Und auch hier wieder eine hochkonzentrierte Geschichte. Und das ist sehr aufhellend. Also das ist, wenn du halt so wirklich Pigmentflecken hast, dass du damit da ganz gut gegenarbeiten kannst. Und ja, auch wirklich, also die High Concentrates, die ich, ne, die fünf, die ich euch jetzt gezeigt habe, lasse ich nichts drauf kommen. Die finde ich total fantastisch. Die sind ihr Geld wert und die sind einfach... Die sollte man ausprobiert haben, wenn man so ein bisschen in Dalton reinschnuppern möchte, weil das sind für mich persönlich auch so ein bisschen die Produkte. Ne? Ein Serum, was ich hier habe, das ist dieses Soul Inspiration. Das ist ein sehr, 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 sehr teures Serum. Das ist vor allem was im Winter, weil das auch sehr ölig ist. Es ist ja auch ein Glow Face Oil. Es gibt eine ordentliche Nährung fürs Gesicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass danach irgendwas zu viel ist. Also habe ich sonst bei Gesichtsölen auch öfters mal, dass ich merke, dass ich danach nicht unbedingt noch viel Feuchtigkeit oder so auftragen kann. Hiermit gar kein Problem. Das ist sehr angenehm. Das ist halt eine sehr hochpreisige Reihe, die Soul-Reihe überhaupt bei Dalton. Und das Gesichtsöl hat mir ganz gut gefallen. Ja, ist jetzt aber nicht so, dass ich sagen würde, ich würde lieber das Soul-Öl verwenden, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Triple Ceramide oder so. Ne? Das nur so. Also da würde ich persönlich eher das Ceramid-Serum verwenden. Dann habe ich hier ein richtig gutes Serum, das Hyaluronic Urea Hydro Boost Hyaluronserum. Hier sind wir auch wieder bei der Hyaluronsäure. Hier haben wir halt auch dieses pflegende Urea mit am Start und für mich auch eine ganz gute Sache. Das ist halt von der Konsistenz her etwas, ja, das ist halt milchiger als das Hyaluronserum hier in der Pipette drin, ne? Und dementsprechend dann eher was für abends und das Hyaluronserum kann sich eigentlich... Das kann ich tatsächlich auch morgens verwenden und das kann ich dann auch abends mit irgendwas anderem zusammen zum Beispiel kombinieren. So. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem und dem High Concentrate, würde ich das High Concentrate nehmen. Safe. Dann habe ich ja auch noch das Enzymserum. Das wollte ich mal ausprobiert haben, als ich halt auch so gar nicht irgendwelche chemischen Peelings oder so verwenden konnte. Da habe ich dann mit meiner Janine gesprochen und da hat sie mir das hier mal empfohlen. Das war tatsächlich eine ganz gute Sache. Ne? Vor allem, wenn ich das dann halt abends angewendet habe, habe ich das wirklich auch jeden Abend verwendet und dann trotzdem noch zweimal pro Woche meine Enzympeelings gemacht. Also es hat mir ganz gut über den Sommer geholfen, ohne chemisches Peeling, aber ich würde tatsächlich dann eher langfristig gesehen sagen, ich nehme anstatt von einem Enzymserum dann ein feuchtigkeitsspendendes Serum und dann halt wirklich ein chemisches Peeling
wenn ich es dann halt wieder darf. Also darf ich ja jetzt wieder, aber durfte ich halt in dem Moment nicht. Ne? Das war halt in der Stillzeit so. Und da hatte ich halt einfach ein Bedürfnis danach, meine Haut etwas mehr zu reinigen und nur zweimal pro Woche nur ein Enzymserum zu machen. Das hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Ich wollte mehr und habe das dann mit dem Enzymserum ausprobiert. War schon eine ziemlich spektakuläre Sache, weil die Haut ist dadurch verfeinert worden. Aber ja, wenn man die Möglichkeit, also wenn es nicht anders geht, okay, ja. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ein chemisches Peeling dann zu verwenden, ist es doch schon eine etwas bessere Sache. Wobei das dann ja auch nicht im Sommer, ne? Vielleicht ist das eine ganz gute Sache für im Sommer. Dann habe ich hier das Q10 Energy Boost Q10 Serum. Ja, hier leider ist die Q10-Reihe nicht ganz so meine Welt. Muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen kann ich das persönlich einfach nicht so wärmsten Herzens empfehlen. Dann lieber das Hyaluronic Urea Serum oder das High Concentrate. Ist halt einfach so eine Sache. Hat bei mir leider nicht so schön funktioniert und hat sich dann leider auch wirklich abgerollt. Ne? So, jetzt kommen wir zu den Gesichtscremes. Ich sage immer ganz gerne, Gesichtscremes sind dann so ein bisschen die Schweiz des Ganzen. Obwohl wir jetzt ja auch die Möglichkeit haben, mit einer Retinol-Creme abends auch zu arbeiten. Das ist jetzt, glaube ich, auch das erste Mal, dass die halt solche krassen Wirkstoffe in der Creme drin haben, oder? Abgefahren. Okay, genau. Bei einer Gesichtscreme, wie gesagt, ist es halt eher so die Schweiz bei mir. Da fange ich jetzt erstmal mit den beiden milden an, die ich habe, die ich dann aber auch ganz gerne zweckentfremdet habe für mein Unterstübchen als Aftershave-Creme. Mega Empfehlung, das zu machen tatsächlich. Wenn ihr in Urlaub fahrt, nehmt euch eine davon mit. Dann habt ihr nämlich eine Gesichtscreme, Nacht, also eine Tagescreme, eine Nachtcreme und eine Aftershave-Creme. Mega. Und ihr habt gerade, wenn ihr so ein bisschen Badeurlaub macht oder so, keine Probleme mit eingewachsenen Härchen, mit Rasurbrand oder sonst irgendwas. Und halt nur eine Verpackung, ne? Nur mal so. Okay, also die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in der reichhaltigen Variante und in der Medium-Variante. Die Medium-Variante ist wirklich sehr, sehr mild. Also tatsächlich eher dann auch was für den Tag oder für den Sommer. Und die reichhaltige Variante würde ich dann eher am Abend oder im Winter empfehlen. Das ist halt so, ne, von der Konsistenz her die Sache. Beide sind parfümstofffrei und sehr mild zur Haut. Als Gesichtscreme ist es tatsächlich so, dass ich dann halt noch andere mehr bevorzuge. Aber für untenrum ist das wirklich so mein absoluter heiliger Gral. Die sind einfach, also das hat vieles bei mir verändert. Und ich habe das auch Kolleginnen empfohlen und auch der alte Mitarbeiter haben das ausprobiert. Und die haben gesagt, mega krass, hat richtig gut funktioniert. Auch eine mega gute Creme, mega, mega, wie oft sagt sie mega, ist hier die Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Das ist diese hier. Und die mag ich sehr gerne. Die gibt es auch noch in der leichten Variante. Ich persönlich kann die hier auch ganzjährig verwenden. Die ist auch relativ reichhaltig, aber das braucht meine Haut einfach auch. Ne? Deswegen, das ist meine liebste Creme von Dalton. Wobei die Med ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen, nee, das muss ich nochmal gegeneinander antreten lassen. Die finde ich beide sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Was finde ich denn jetzt besser? Das ist eine gute Frage. Da kann ich mich jetzt gerade, Entschuldigung, im Video nicht entscheiden. Muss ich nochmal gegeneinander antreten lassen? Ich glaube, die hier ist nochmal ein Tick reichhaltiger. Das heißt, die hier ist dann eher so am Abend mein Favorit und die Mineral Care Med am Morgen vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Dann habe ich hier etwas, ja, auch leider eine Creme, die, also die macht eine gute Wirkung. Sollte man meiner Meinung nach eher abends verwenden, weil über Tag krümelt die. Die funktioniert mit Lichtschutzfaktor bei mir halt so gar nicht. Das ist die Extreme Lift. Und das ist halt schon wieder meiner Meinung nach Perlen vor die Säue. Weil wenn du dann halt ein glatt gebügeltes Gesicht hast, ist es schön, wenn dein Kissen das sieht, aber das möchtest du ja eigentlich eher der Welt zeigen. Ne? So. Das heißt, nicht so mega Empfehlung von meiner Warte aus. Persönlich. Genauso geht es leider auch hier der C-Creme, jedenfalls in der leichten Variante. Die habe ich morgens jetzt verwendet. Vielleicht ist es halt eher eine Sache, die man dann im Hochsommer auch ganz gut verwenden kann, wenn die Haut generell schon sehr, sehr krass in der Talgproduktion ist und gar nicht so viel Feuchtigkeit haben möchte. Ne? Aber ich fand die jetzt für morgens für mich persönlich einfach nicht reichhaltig genug. Das ist eine kleine Größe mit 15 ml. Die könnt ihr nämlich halt auch in einer kleineren Größe kaufen, einfach um erstmal zu schauen, ob die bei euch so gut funktioniert. Schön fand ich auf jeden Fall, dass sie halt diesen Stammzelleneffekt hatte. Das ist ja die C-Reihe, also Skin Essential Activator, so. Stammzellen werden halt damit aktiviert, damit halt die Hautregeneration gefördert wird. Das ist nice, definitiv. Aber ich glaube, dass die stärkere Variante davon für mich besser geeignet sein wird. Kommen wir zu dem Lichtschutzfaktor, den wir bislang immer im Sortiment hatten. Der Lichtschutzfaktor 50 fand ich immer auch ganz gut, aber
den konnte ich halt auch wirklich nur bis hierhin so auftragen. In den Augen hat er mir sonst immer gebrannt. Die neue Variante tut es nicht. Den konnte ich auch super immer mit Foundations und so weiter kombinieren, ohne dass er gekrümelt hat. Es sei denn, ich habe ihn zu schnell aufgetragen. Ne? Man muss dem Ganzen halt immer ein bisschen Zeit geben. Und ja, es ist halt einfach ein sehr guter Lichtschutzfaktor, wo meiner Meinung nach auch das Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut stimmt. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Du hast hier 75 Milliliter drin. Und wenn man das halt fürs Gesicht verwendet, ist es vollkommen fein. Und ja, ich mag den sehr gerne und habe damit halt auch wirklich meine Haut, hoffe ich doch einfach mal, recht gut davor bewahren können, noch weiter irgendwelche Sonnenschäden zu bekommen. Ich habe Augencreme vergessen. Die Q10 Energy Boost Augencreme finde ich persönlich gut. Die kann man definitiv machen. Die belebt die Augenpartie. Manchmal ist es auch hier der Fall, dass sie gerne krümeln möchte. Aber hier ist halt auch die Sache, wenn ich die lange noch einziehen lasse, dann geht das alles soweit klar. Ich habe sie sonst auch gerne mal abends verwendet, wobei da fehlte mir halt nochmal die Reichhaltigkeit, die ich jetzt zum Beispiel von der Soja-Augencreme habe. Etwas, was aber für den Morgen ganz gut geeignet ist und was ich euch eben schon gezeigt habe, ist ja die Dermabalance. Ne? Die habe ich halt auch schon mal aufgebraucht und vor allem dann halt auch so eine schöne Sommerpflege, eine leichte Sommerpflege, wo ich nochmal mehr Sanftheit für mein Gesicht brauche. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Öl noch gibt. Natural Korrekteur, das Öl, finde ich gut. Das habe ich halt gerne am Körper verwendet, abends, nachdem ich mich halt geduscht habe. Da habe ich das von Knie bis Hüfte verwendet. Ein schönes Öl, was schnell einzieht und einfach schon irgendwie ein Stück weit eine hautstraffende Wirkung optisch hat. Ja, es hat alles ein bisschen verfeinert, ne? Aber ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass man halt auch einfach ein Öl verwendet und die Hautfeuchtigkeit bekommt. Aber da muss ich halt auch einfach sagen, dass ein Babyöl es genauso tut, ne? Für mich persönlich. Genau, wir sind jetzt beim Körper, da nehme ich jetzt hier einmal die Push-Up-Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Das ist halt echt so eine Sache. Nein, man braucht sie nicht. Sind wir ehrlich, man braucht sie nicht. Es ist ein guter Reminder, dass man nicht Hals und Dekolleté vergessen sollte zu pflegen, aber du kannst dir genauso gut einfach deine ganz normale Gesichtscreme auch auf Hals und Dekolleté runterziehen. Oder halt auch dein Serum, ne? Dann hast du natürlich auch die Wirkstoffe, die du auf dein Gesicht gegeben hast, auf deinem Hals, auf deinem Dekolleté, dass man da halt nicht diese... Wenn ich komisch gucke, dann habe ich da Falten. Und genau, also das ist halt für mich eher so ein Reminder, ne? Dass ich immer mal wieder dann mich auch wieder daran erinnere, okay, Claudi, du solltest halt auch zusehen, dass dein Gesicht halt ab einem gewissen Alter nicht hier aufhört, sondern ungefähr hier so. Und dementsprechend dann auch die Pflege großflächiger aufgetragen werden muss. Ja, wie gesagt, das macht jetzt keinen Push-Up-Effekt in dem Sinne, dass du auf einmal größere Okolyten hast. Ich glaube, das war ganz am Anfang, als ich die das erste Mal verwendet habe, so mein Joke, den ich gebracht habe. Also, wenn ich die jetzt hier ordentlich eincreme, dann... Nein, bla. Eine Aftersun-Creme, die ich so fantastisch finde, ist diese hier. Das ist einfach die Aftersun-Body-Lotion von Dalton. Würde ich am liebsten ganzjährig verwenden. Das ist auch tatsächlich meine liebste Körperpflege tatsächlich von Dalton. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Gibt schön Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, durch welche Inhaltsstoffe das macht. Beruhigt, ja, schützt die Haut, pflegt die Haut. Ich finde die klasse. Das ist auch, glaube ich, ist das nicht sogar die günstigste, wenn man sich das mal so umrechnet? 200 Milliliter? Würde ich jetzt einfach mal so denken. Würde ich am liebsten tatsächlich ganzjährig komplett am ganzen Körper verwenden. Ich glaube, das wäre sogar möglich, oder? Ich denke schon. Also klar, im tiefsten Winter, wenn meine Haut super, super trocken ist, ist das wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Pflege. Aber das vor allem so, wenn die Haut ein bisschen sonnenmäßig aufgeheizt wurde, ist das eine absolute Wohltat. Etwas, was ich im Winter großartig finde, ist hier die Spa Deluxe Anti-Aging Körperbutter, die Body Butter. Die ist fantastisch, aber das ist halt etwas... Puh, ne? Das lässt man sich schenken, das verschenkt man, das ist nicht günstig. Auf gar keinen Fall. Das ist hammermäßig, man sollte sich die auch schön einteilen. Vielleicht irgendwie, auch wenn man sich einfach irgendwie was gönnen möchte, keine Ahnung. Vielleicht hat man so ein gewisses Ritual, was man so für sich selber hat, dass man auch mal runterkommt. So ein Homespa, keine Ahnung, einmal im Monat oder einmal pro Woche oder so, je nachdem, ne? Dass man da so einen richtig krassen Me-Time-Tag einlegt oder Moment, wo man dann auch vielleicht vorher in der Wanne war und ne, so ein bisschen Körperpeeling rampampam gemacht hat und dann am Ende sich mit dieser Körperbutter eincremt und dann, glaube ich, fühlt man sich auch wie eine Göttin überhaupt. Auch eine super Creme, die ich persönlich nehmen würde, wenn ich jetzt irgendwie Richtung Hochzeit denke oder so, weil das die Haut richtig schön nährt. Also du hast dadurch in der Zeit, wo man sie halt auch verwendet, eine babyzarte Haut. Das ist so wundervoll. Also da würde ich sie dann wirklich terminmäßig einsetzen. Ansonsten halt wirklich für das Spa-Gefühl zu Hause, weil sie halt auch
diesen Duft mit dabei hat, sie hat das Feeling mit dabei, sie ist einfach weich und angenehm, ne? Also schon eine richtig gute Sache, aber das ist halt auch wirklich ein sehr teures Schätzelein, ne? Edel sprach der Wedel. Diese Fußcreme ist total klasse, aber nein, braucht man eigentlich nicht, ne? Das muss eigentlich nicht sein, auch wenn die Füße definitiv nicht vergessen werden sollten bei der Kopf- bis Fußpflege. Und man ihnen vielleicht auch mal ein bisschen Spa gönnen darf. Das ist eine großartige Fußcreme, die ordentlich Feuchtigkeit spendet. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man die jetzt unbedingt braucht. Eine Fußcreme generell, ja, definitiv. Also jeden Abend werden meine Füße eingecremt. Und jedes Mal, wenn ich die von Dalton verwende, freuen meine Füße sich auch darüber. Ja, es ist mild, es zieht gut ein, es macht einfach eine gute nierende Pflege und so weiter. Aber das, ne, ist halt auch wirklich nicht günstig. Nun, sie ist regenerierend, sie ist angenehm, sie hat Meeresmineralien mit dabei. Definitiv eine gute Sache, die man sich mal anschauen kann, aber nicht muss. Genau, wir bleiben noch ein bisschen beim Körper. Da habe ich hier noch ein Produkt, wo ich auch sage, kann man sich anschauen, muss man nicht. Da würde ich persönlich die Aftersun tatsächlich eher präferieren. Bodycare Hydro Boost Hyaluron Body Lotion. Ja, die spendet ordentlich Feuchtigkeit. Die ist auch ein Tick weniger reichhaltig als die Body Butter. Klar, ne? Ich finde es hier super schade, dass man halt immer unten drin noch einen Rest drin hat, weil der Pumper das nicht gut hochpumpt. Da bin ich von dem Packaging halt ein bisschen enttäuscht. Und pflegetechnisch bin ich halt, wie gesagt, dann eher bei der Aftersun. Keine Ahnung warum. Ne? Auch wenn die schön ist. Aber wenn ich halt so richtig Kapitjes auf meine Haut geben möchte, dann nehme ich die Body Butter tatsächlich. Dann nehme ich nicht die. Genau. Wo wir aber auch noch mal kurz bei Spa Deluxe einen Abstecher machen, ist natürlich das Ingwer-Körpersalz. Ingwer, Meersalz-Körperpeeling. Auch das wieder Spa-Moment. Und ich glaube, das kann man auch super schön, wenn man das verschenken möchte, in Kombination mit der Körperbutter so verschenken. Machst du dann vielleicht noch die Hydro-Lüftmaske und die Augenpads dazu. Ich glaube, damit hat man auf jeden Fall ein sehr schönes Spa-Paket geschnürt. Auf jeden Fall ist das Körperpeeling wundervoll. Da ist auch ein Spatel mit dabei. Das musst du auch wirklich umrühren, weil das Öl ist meistens dann halt wirklich oben drauf, wenn es geliefert kommt, und unten drunter hat sich dann natürlich das Salz abgesetzt. Dann hast du auch dieses Ingwer, was man richtig riecht und sieht. Und dann rühre ich das immer schön um und habe dann auch eine schöne flotschige Geschichte und damit peele ich mich ein. Da vielleicht auch nochmal als kleiner Tipp, wenn man das in der Badewanne macht, dann hat man das ja quasi auch richtig schön im Badewasser. Ich glaube, das könnte auch ein ganz guter Badezusatz dann sein. Das ist 2-in-1, ne? Körperpeeling und Badezusatz und dieser Duft. Und ich glaube, das kommt wirklich gut. Und dann hat Dalton jetzt nochmal, um komplett rückwärts zu gehen, was für die Haare auch rausgebracht. Das ist dieses Mineral Care Me Dry and Irritated Skin, totes Meer Duschgel und Shampoo. Ich habe es als Shampoo verwendet, weil als Duschgel, als Duschgel brauche ich keine teuren Sachen, bin ich ehrlich. Duschgel soll einfach sauber machen, das soll mir kurzfristig auch vielleicht so einen kurzen Moment von, das riecht ja gut, geben, drauf abfahren, dass ein Duschschaum oder sowas kommt, mache ich natürlich auch, weil ich das großartig finde. Genau, aber wie gesagt, das würde ich definitiv als Shampoo empfehlen und das ist für mich richtig, richtig gut geeignet, wenn ich meine Claudi wird zu Santa Claudi Zeit habe und dann im Hochsommer hier mit Mütze sitze und sich natürlich ein gewisses Biotop unter meinem Mützending da entwickelt, dann brauche ich halt schon milde Shampoos und da kommt das ganz gut. Ne? Ja, also mochte ich auch sehr gerne in der Anwendung und ich habe auch, glaube ich, noch ein Backup da. Sehr, sehr empfehlenswert für wirklich irritierte Kopfhaut. Ne? Da kommt das wirklich, wirklich gut. Wow, ja, ich hoffe, dass tatsächlich Dalton mir nicht allzu böse ist und ihr mir nicht auch allzu böse seid, dass ich hier vielleicht das ein oder andere Produkt, was ihr großartig findet, vielleicht als nicht ganz so passend für mich bewertet habe. Aber wie das halt immer so ist, jede Haut ist anders, jede Haut ist unterschiedlich, jede Haut hat auch andere Hautbedürfnisse und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin einfach glücklich, dass Dalton ein so großes Sortiment hat, wo jeder im Prinzip auch das Richtige für sich finden kann. Also, ne, ihr seht selber, man kann nicht immer alle Produkte mögen. Nicht alle Produkte können bei jedem gut funktionieren. Das ist vollkommen normal und logisch. Das heißt, alles, was bei mir super funktioniert, heißt nicht automatisch, dass es bei euch auch richtig gut funktioniert. Ne? Deswegen versuche ich euch da trotzdem noch immer so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben und euch einfach durch meine Erfahrung so ein bisschen aufzuklären und euch jetzt auch hoffentlich gut durchs Sortiment von Dalton geführt zu haben. Schaut dort super gerne einfach mal vorbei. Spart mit Ocean-Claudi 25% aktuell. Das ist der Hammer. Und ja, genau.
Ihr Lieben, das wäre es ja wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.